Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 26.05.2020? Damit nähern wir uns immer weiter dem Monatsende des Mai. Ja, Sell in Mai and Go Away. Wir hatten schon Anfang des Monats ein bisschen Bedenken geäußert, dass das vermutlich nicht ganz so klappen könnte wie sonst immer, weil unser DAX Perspektive sich durchaus bis zum Juni-Verfall eben noch durchziehen könnte. Und wenn wir jetzt schauen, was er jetzt hier auch wieder gerade zum Montag gemacht hat, mal im Vergleich zum letzten Montag und auch vor allen Dingen unter der Beachtung, dass die Amerikaner gar nicht mit dabei waren, ne? Man sagte immer sonst, die Amerikaner ziehen hier die Märkte hoch, ne? Da hat Europa auch mal zugegriffen gehabt. Da muss man ganz klar sagen, der hat sich hier echt verdammt cool und verdammt ruhig auf seinem Brett gezeigt halt, ne? Also da war nicht viel anbrennen lassen zum Montag. Die Verkaufswellen sind ja auch nicht zu sehen, ne? Nichts zu erkennen, keine großen markanten roten Kerzen, nichts, was hier irgendwie ein bisschen Unruhe oder Stress auslöst. In dem Sinne ist unser DAX jetzt erstmal aufwärts gerichtet, kommt so langsam sogar schon in die erste Zone, die wir hier oben mitgegeben hatten. Wir hatten ja eigentlich darüber gesprochen, dass hier unten interessante Zonen sind, aber wenn der DAX eben hier oben über den Trigger geht, dass er dann aus der Range rausspringt und sich dann eben auch Ziele aktivieren wird um 4,30, 4,80. Davor stehen wir direkt und weiß nicht, Bauchgefühl würde ich sagen, der hat auch das Zeug, da drüber zu springen. Ah, also da bin ich sehr gespannt, wie er sich so verhält. Da oben kommen jetzt ein paar Marken. Das ist die 11.430, 11.480, 11.550 und dann 11.700. Das sind so die nächsten Zonen, die da oben kommen. Das ist alles an einem Tag erreichbar, ne? Sie sehen, was hier der DAX an einem Tag gemacht hat. Sie sehen jetzt hier, was er an einem Tag gemacht hat. Er braucht nur einen Tag, steht da oben an der 11.700. Und dann wird er wahrscheinlich dort auch nicht umdrehen, sondern wird sich eher hier in diese dann eher wieder ein bisschen rumpeligere Zone um 11.800 zurückziehen. Ja, da kommen dann auch die ersten 200-Tage-Linien, da wird es dann ein bisschen wieder interessanter. Grundsätzlich aber unser DAX damit auf jeden Fall jetzt hier erstmal mit einem deutlich positiven Chartbild aus dem Montag rausgegangen, mit einem deutlich positiven Chartbild in den Wochenauftakt. Das muss jetzt erstmal nicht zwingend was heißen. Wir sind die letzten Tage immer mal wieder ein bisschen anders reingestartet als erwartet. Aber er ist jetzt oberhalb der Range halt, ne? Auch das ist schon. Ich bin gespannt, wie er sich geschlagen bekommt. Aber das sind. Wir haben auch jetzt gerade im Premium-Dienst nochmal das hochgeholt, was wir hier im Anfang März rumgeschickt hatten. Wir hatten ja so einen Sparplan. Oder ich hatte persönlich meinen privaten Sparplan eigentlich vorgestellt, ne? Hab gesagt, was mache ich jetzt hier? Leg ich für meine Kinder an, für die Kinder, die ich noch nicht habe? Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich diese Corona-Krise für mich? Und da hat man hier am 12.03. haben wir das Update geschrieben, dass wir eben jetzt dann hier so in den nächsten Tagen die ersten Positionen reinbauen und die dann auch quasi in einem bestimmten Rhythmus auch einfach wieder ausbauen. Dazu, naja gut, nee, das können ja die lesen, die es bekommen haben. Mir ist bloß wichtig zu sagen, wir sind jetzt hier eben an so einer möglichen Sollbruchstelle, dass wir quasi. Also entweder jetzt hier wirklich eine Bullenfalle kriegen, ne, dass wir jetzt hier nach oben Signale antriggern und uns nach unten schieben, oder was ich schon beinahe eher fürchte, dass sich der DAX jetzt hier halt eben durchfrisst oben. Und wenn ich mir die Einzelwerte so angucke, wie die alle stehen und was die alle gerade so für Kerzen sind, da haben wirklich viele Titel unten raus erst Verkaufssignale geworfen, alle umgedreht, die Signale, ne? Alle nicht, gerade hier auch mit der Aktion, ne? Haben ganz viele Einzelwerte direkte Verkaufssignale gesetzt, viele platziert, direkt ausgekontert, umgedreht. Das sind alles so Punkte, wo ganz, ganz, ganz viele Einzelwerte im DAX auch ein Chartbild erwecken, wo ich sage, na gut, wenn die das jetzt verteidigt kriegen und das Niveau halten und da drücken, glaube ich fast, dass die sich auch mehrere Wochen noch nach oben raus davon nähren können. Ne? Also auch wenn man so eine Wirecard zum Beispiel anguckt, ne? Die das so ein schönes Crease-Tief hingesetzt hat. Ich meine, wenn die das Niveau jetzt verteidigt kriegt, dann wird die nicht bloß da auf der Stelle stehen bleiben halt. Ne? Die hat dann da oben schöne Rücklaufchancen. Und das sind jetzt so, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich jetzt sage, da muss man sich jetzt einfach entscheiden, auf welches Pferd man jetzt halt hier setzt. Na, geht man jetzt davon aus, dass hier noch eine zweite Welle kommt, oder macht man einen Haken dran und sagt, naja, ich glaube, die zweite Welle kommt eventuell gar nicht, oder sie kommt dann, wenn sie gar keiner mehr kommen sieht. Momentan sehen sie alle kommen, momentan reden alle davon, ne, dass auch diese zweite Corona-Welle kommt und ach, in Gaststätten stecken sich die Leute wieder an und da muss ja eine zweite Welle kommen. Das ist viel zu transparent für meinen Geschmack.
noch in den Köpfen diese zweite Welle halt, ne? Also das war ja auch immer Ziel und Zweck unserer Zone hier. Wir haben immer gesagt, dass wir erwarten, stand hier, dass die Leute hier in dem Bereich tatsächlich dann eben diese Gedanken ablegen, dass das nach unten kommen muss. Das sehe ich momentan noch nicht so richtig. Das sind immer noch viele in Wartestellung, investieren nicht in Aktien, weil sie sagen, da kommt noch was. Normalerweise gibt es dann immer noch so Bewegungen wie hier, ne, bloß nach oben. Das sieht dann so ähnlich aus wie das, was wir hier runterbekommen haben, wo man dann wirklich sieht, jetzt bringt der Markt die nämlich unter Druck, die nicht drinne sind, weil die jetzt Angst kriegen, was zu verpassen. Und das entsteht gerade erst, so dieses Gefühl, Scheiße, ich bin jetzt hier gar nicht investiert. Was mache ich denn jetzt, wenn der DAX auf 12.000 steigt? Was mache ich denn, wenn er an 12.800 steht? Was mache ich denn, wenn er jetzt bei 13.200 steht? Steige ich dann erst wieder ein? Die ganze Zeit habe ich mich nicht getraut, bei 8.000 einzusteigen. Steige ich jetzt bei 12.500 ein? Ne, dieser Moment, der ist noch nicht so richtig da. Der entsteht gerade erst. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie das die nächsten Tage wird, die nächsten Wochen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert. Aber wenn wir jetzt schon sehen, dass der DAX an einem US-Feiertag hier durch die ganze Zone fast mit einmal durchspringt, glaube ich fast gar nicht mehr, dass es überhaupt die Zone werden kann, die hier die Entscheidung bringt. Ich vermute jetzt schon fast, dass sie sich nach oben verlagert, auch wenn ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht zu positiv wäre und hier selber den Kontraindikator spiele. Ja, aber das ist schon, steht jetzt raus. Ne? Wir haben neue Verlaufshoch, wir haben seit den letzten markanten Tiefs neue Hochs bekommen hier. Das sind alles frische Kaufsignale. Das ist eine Bestätigung für den Markt, dass die Erholung noch intakt ist. Da ist keine Unruhe drin, da ist kein Stress drin. Wir haben negative Nachrichten gehabt, wir haben wieder neue Zollfantasien mit Trump und so weiter und so fort. Und der Markt steigt, der reagiert positiv darauf. Also er schluckt die negativen News genauso auf wie das, was er seit letztendlich Mitte März schon macht. Ne? Auch hier war es ja so, dass tatsächlich so um den 13., 15. rum die News erst richtig schlecht wurden. Ne? Vorher war das immer alles, ach, das ist nur Schnupfen und das wird schon, ach, und Italien, die haben da halt ein bisschen nicht kurz aufgepasst und die kriegen das aber schnell in den Griff. Und hier unten ist ja erst transparent geworden. Mensch, und das schwappt ja unkontrolliert weiter und geht überall hin. Da, hier kamen die ganzen Lockdowns und die ganzen Ausgangsbeschränkungen und die ersten Insolvenzen und der Markt ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen. Ne? Und ich bin hier sehr gespannt, wie wir uns entwickeln. Die Grundthesis war immer, dass wir bis gut mit Juni rein uns hier erholen können, dass wir noch weiter können und wir haben jetzt hier noch Platz. Wir haben jetzt hier interessante Bereiche um 4,30, wir haben interessante Bereiche um 5,50 und dann geht es hier oben schon Richtung, ne, die erste 200-Tage-Linie kommt bei 711, das ist die exponentielle 200-Tage-Linie, die andere dann bei 12.100. Das ist dann durchaus so eine Zone hier, deswegen auch der Long-Trigger, wo dann einfach auch ein bisschen mehr, glaube ich, Umsatz auch wieder reinkommt. Ne? Beschweren sich momentan viele, dass der Markt so mit so geringen Umsätzen hochgezogen wird. Ich habe da immer so eine klare Meinung. Ich weiß nicht, ich habe früher mal, als ich noch Novize war, da auch jemanden gefolgt, der hat auch immer davon gesprochen, ja, Umsätze sind so gering, es muss fallen und die ganze Zeit gestiegen, das Ding. Ja. Also, da kann man sich, so weit kommen wir nicht zurück, ne, so weit kommen wir nicht zurück, aber da gab es Phasen, da haben wir auch Ähnliches hier im Markt gehabt. Ich erinnere mich da insbesondere deutlich an 2015, möchte ich behaupten. Da war das auch mit Ukraine-Krise und als der Markt dann unten eigentlich sein Tief gesehen hatte, ging es auch gestiegen, haben immer alle gesagt, ja, er steigt ja nur mit geringen Umsätzen, ist ja nur eine Flagge, ist zu langsam, da kommt noch eine zweite Welle, da kann man auch keiner. Ne? Also da hat man auch gesagt, ja, und hier und tatra. Ich persönlich sehe schon eine kommen, so einfach auch von dem Gehalt und von den Veränderungen, die wir haben. Ich gehe schon davon aus, dass wir sehr schlechte Quartalsergebnisse haben. Ich denke, große Probleme werden wir bekommen, wenn viele Dividendentitel die Dividenden komplett rauskürzen dann auch, ne? Aber diese ganzen Hauptversammlungen, die stehen alle noch aus. Da gehen noch ein paar Wochen ins Land, bis das kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas dann eben nochmal ein bisschen, naja, bisschen Druck in den Markt halt auch reinbringt, ne? Dass sich dann vielleicht andere Sachen nochmal zuspitzen und keine Ahnung, ne? Also auch diese kalte Kriegsdrohung jetzt, die übers Wochenende so ein bisschen warm geworden ist zwischen China und den USA, ist sich ja jetzt hier auch null widergespiegelt erstmal. Ne? Also von daher, wir geben ihm hier nach oben raus erstmal allen Raum, alle Fantasie, die er haben will. Ne? Das heißt, wenn hier weitere Hochs kommen, ist es im Zweifel richtiger, dann zum Long zu greifen als zum Short. Das heißt, auch wenn diese Marken überwunden werden, denn man kann diese Marken natürlich, diese wichtigen Niveaus natürlich schon mal versuchen zu shorten, ne? Man kann ja letztendlich davon auch wegdrehen, aber
Wenn er drüber läuft, wenn er sie überläuft, ne? Und wenn er sie gar nicht annimmt, der Markt, dann ist es kurzfristig immer erstmal nochmal ein Long. Ne? Und im Zweifel bis 11.800, 11.840 hoch und dann hier schon ein Bereich um 12.100, 12.300. Das ist dann auch noch ein offenes Gap hier, wie ich gerade sehe. Ne? Hier im Bereich um 11, 12, nee, 12, 290. Wir haben auch noch das offene Gap hier bei 11,55, das wäre zum Beispiel durchaus schon was, was zu einem Dienstag jetzt erreicht werden könnte. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Und dann haben wir hier oben sogar auch noch relativ weit entfernte Gaps bei 13.500. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Ja, wichtig ist nur für mich, wir haben viele Aktien in der Position, aus der heraus, wenn sie jetzt da schon reinkriegen, die immer wieder neue Käufer auch reinziehen. Mit jedem grünen Kerze, die da gestellt wird, kommen dann neue Käufer, neue Zuversicht, neue Hoffnung ja letztendlich auch, ne, auf eine positive, auf einen positiven Rebound. Das kann durchaus ein paar Tage, Wochen dann auch Kaufdruck auslösen auf der Oberseite, ne, dass da auch mal wieder ein bisschen was durchzieht. Ich bin jetzt erstmal gespannt zum Dienstag, wie die Amerikaner jetzt damit umgehen, was wir hier hingestellt haben, ne, wie wir sie jetzt über den Feiertag hingestellt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es denen nicht gefällt. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Also, untergeordnet, deswegen hier, das ist eben wichtig, geht er da drüber, ne, über die 11.480, haben wir dann bei der 11.550 eben entsprechendes und auch bei 11.700. Das sind so die wichtigen Bereiche. Na, also das ist der wichtigste Bereich. Sollte der abdrehen, das steht ihm ja natürlich zu. Wir sind ja auch deutlich überhitzt, na, also wir sind deutlich überkauft jetzt in aus einer überkauften Situation heraus. Sollte er abdrehen, wäre dann von oben schon der Bereich um 11.245 Support, ne? Also 11.245, ich sag mal im Zweifel hier so vielleicht 11.190. Tiefer muss er eigentlich nicht. Das wäre dann schon Grund genug, um wieder nach oben aufzudrehen und dann hier vielleicht zu versuchen, auf die 11.700 zu ziehen. Und ansonsten wäre alles, was dann unter diese Pullback-Niveaus geht, tatsächlich dann schon fast ein Fehlausbruchssignal, ne? Aber dafür müssen wir erstmal drunter wieder zurück. Dazu müssen wir unter einer 11.245 auch per Tagesschluss drunter. Dann hätten wir hier oben einen Fehlausbruch stehen. Der könnte ein bisschen mehr Druck nach unten reinbringen. Solange das aber nicht ist, ist die Chartlage jetzt erstmal wieder ein bisschen positiver. Die Tendenz sogar aufwärts. Ein bisschen aufpassen trotzdem mit den Rücksetzern. Die können dann auch ein bisschen knackiger kommen. Ne? Wir sind ja deutlich überkauft und drücken hier auch schon wieder ganz schön auf den Schuh. Das sind immerhin fast schon wieder 400 Stemmer, naja, 600 Punkte knapp, die er jetzt hier in den letzten 2 Tagen gelaufen ist, in den letzten 2 Handelstagen. Das ist auch schon, und das ohne Unterbrechung, ne? Das ist auch schon wieder ganz schön Bewegung. Und wenn man dann noch die letzte Bewegung hier mit reinrechnet, an der er sich ja orientieren kann, und die nach oben projiziert, das hat man letztens im Premium-Dienst, glaube ich, in der Mail rumgeschickt. Da haben wir die Projektionsziele mal nach oben angelegt und haben gesagt, was sind die Marken, die man die nächste Woche auf jeden Fall auf dem Schirm haben soll. Wer sich da auch nicht mehr dran erinnert, einfach nochmal reingucken. Ne? Das war in den letzten Mails mit drin. Ich kann es ansonsten morgen auch nochmal rumschicken. Ja. Da ein bisschen Fokus drauf behalten. Ne? Also nicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und zu sehr ach und hä, sondern schön mit dem Markt mitschwimmen. Ich denke, es wird jetzt wieder einfacher, mit dem Markt mitzuschwimmen halt. Ne? Dadurch, dass die ganzen Homeoffice-Leute auch rausgehen. Ne? Das nimmt einfach ein bisschen. Das ist nicht mehr viel Aufmerksamkeit auf dem Markt gerade so. Also das nehme ich durchaus schon wahr. Da haben sich viele wieder abgewandt, die jetzt hier so die letzten 4 Wochen sich echt fummelig gehandelt haben. Ne? Die jetzt hier die ganze Zeit, ich sag mal so, ab dem Punkt hier ging das los. Hier so in dem Bereich, na, so gut einen Monat sind sie alle reingeströmt, wollten alle übelst shorten hier, wollten ihre zweite Welle shorten. Davon verziehen sich gerade ganz viele wieder aus dem Markt raus. Na, also das merke ich in meiner Position als Dienstanbieter schon. Na, das sehe ich. Ja, aber wir gucken mal. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, was hier noch kommt. Zuversicht ist mir noch nicht genug da. Vielleicht beobachte ich die falschen Leute, aber ich habe immer noch mehr die um mich drumherum, die mir schreiben, die hier jeden Tag immer wieder sagen, das ist doch total irre und das ist doch total krank und er muss doch jetzt mal fallen. Und solange ich sowas bekomme, wird er wahrscheinlich auch nicht fallen halt. Ne? Dieses, der muss doch, solange die Fantasie von den Leuten da ist, ich gehe hier in eine Position rein, die kriege ich auf jeden Fall wieder raus. Das sind immer so die Momente, wo er durchzieht. Ne? Sie erinnern sich, das habe ich Ihnen gestern, glaube ich, auch schon gesagt oder letzte Woche. Also da gut aufpassen. Ne? Ja.
Ansonsten, wie gesagt, oben die Ziele, das ist klar, das sind die Bereiche, haben wir gut abgesteckt. Rücklaufzonen haben wir auch benannt, ne? Gerade der Bereich um 11.245. Und der ist ja jetzt super interessant, wenn der nochmal von oben kommt. Muss gar nicht so tief runter, kann er aber, ne? Einfach als Pullback. 11.245 bis, ja, am weitesten 11.200, das ist jetzt die Rücklaufzone. Und ja, schauen wir mal. Ansonsten eben oben raus weiter. Nächste Station dann im Bereich zwischen 11.430 und 11.480, darüber 11.550 und dann 11.700 und darüber dann geht es schon auf die 11.800 zu. Die wird dann auch sehr, sehr, sehr interessant. Also das für mich daher hier eher mehr so alles Durchlaufposten, sowohl die 55 als die 11.700 sind für mich eher mehr Durchlaufposten. Ich denke, wenn wir Chance haben, deutlicher zu reagieren, dann im Bereich 4.30, 4.80, als auch dann hier oben im Bereich um die 11.800 rum. Ja. Gut, Freunde, dann würde ich es dabei belassen. Machen wir hier zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen.